Moin Moin beim Nordseegriller, bei mir. Ich habe Besuch aus dem netten Raum Nürnberg. Der Stefan ist da, aus Stefans Grillecke. Servus Freunde des verführerischen Grillduftes. Ja, und wir haben gedacht, wenn er schon mal hier ganz zufällig oder extra vorbeigekommen ist. Ganz rein zufällig. Dann machen wir mal ein, zwei schöne Videos. Ja, mein Video oder das erste Video, unser Video, das wird ein Burgunderschinken aus dem Dutch-Ofen. Und wie wir den zubereiten, das zeigen wir euch nach dem Intro. So Freunde, da sind wir. Wir haben unseren 2,4 Kilo schweren Kasslernacken. Der kommt auf ein Bett aus Zwiebeln. Das sind 5 große Gemüsezwiebeln. Das Ganze wird gerubbt mit dem Mexican Spice von der Grillshow. Von Johnny. Grüße gehen raus. Hüa! Hüa! Und dann kommt oben drüber noch eine Mischung aus ein bisschen Wasser und Barbecue-Soße. Ne? Eine Flasche und halb aufgefüllt mit Wasser. Und das ist das ganze Rezept. Und dann kommt das für 2,5 bis 3 Stunden auf die Kohlen. Das Ganze machen wir heute im Atago. Ja, und da sehen wir uns gleich wieder, wenn ich das vorbereitet habe. Und jetzt mache ich... Jetzt werden wir den Atago füllen. So, Freunde. Dann werden wir den Dutch Ofen, ein bisschen eingeölt haben wir ihn, einfach mal auslegen mit den Zwiebeln. Lecker, lecker Gemüsezwiebeln. So, dann nehmen wir uns jetzt schön ein schönes Stück. Hä? Passt auch gerade so da rein. Dann haben wir schön das Mexican Spice von der Grillshow. Dann noch ein bisschen eigene Feuchtigkeit. Das ist auch gut. Ich rub das immer gleich im Topf, weil da sind die Gewürze, die alle vorbeigehen, mit im Topf. Dann haben wir das. Jetzt brauchen wir nur noch die übrig gebliebenen Zwiebeln drumherum verteilen. Also das ist wirklich ein Rezept für jedermann. Das ist wie Schichtfleisch, nur einfach. Dann kommen die restlichen Zwiebeln dazu, da haben wir ordentlich Sud. Und da geben wir jetzt zum Schluss unsere Barbecue-Soße drauf. Und das war's dann. Wir müssen natürlich noch mal gucken, ob wir nachher genug Flüssigkeit haben im Topf. Aber ich denke mal, bei der Masse Zwiebeln, 5 große Zwiebeln, das wird reichen. Richten wir gleich noch mal eine Atago mit den Kohlen her und dann kann das losgehen. Dann brauchen wir nur noch zwei. So, jetzt nehmen wir uns den Kübel und legen uns mal schön 6 Kohlen unten rein. Gehen wir ein bisschen höher.
6 Stück, oder? Das passt. So, die stellen wir nicht immer über die Brenner halten. Genau. So, jetzt kannst du das vom Tisch runterstellen. Was? Ja, halt ihn doch vom Tisch ran. Genau. So, und jetzt machen wir gleich wieder Kohlen dran. So, jetzt kannst du sie raufkippen. Und der Rest soll ja oben sein. Ich würde sagen, das sieht doch gar nicht mal so doof aus. Und weiter geht das mit dem nächsten Rezept. Pause. Hui, das sieht aber gut aus. Erste Stunde ist rum. Flüssigkeit ist noch reichlich vorhanden. Der Duft, Freunde, wenn ihr das, oh, wenn ihr das riechen könntet. Ich kann es riechen. Oh. Ich kann es riechen. Aber du bist kein Freund. Oh. Na doch, 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 doch. So was Leckeres. Los. Dann wollen wir mal den ersten Schnitt. Damn. Ich glaube, mir läuft das Wasser so im Mund zusammen. Das reicht ja. Jetzt kredenzen wir uns einen kleinen Burger. Also, ein Brötchen mal nicht. Mehr brauche ich nicht im Leben. Vielleicht noch ein paar kleine Zwiebeln. Das ist das Mexican Spice von Johnny, womit wir den Braten gerbt haben. Richtig gutes Gewürz. Und dann kommt der Deckel oben drauf. Fertig zur Verkostung. Ich würde sagen, wenn der Teller nicht so dreckig wäre, aber das ist mal hammer lecker. Ja, Freunde. Dann machen wir gleich noch einen zweiten Burger fertig und dann darf Stefan auch probieren. Ja, also würde ich sagen, probiert haben wir. Ne? Das ist so hammer. Jetzt sagen wir uns mal richtig. Ich möchte einmal noch Jens Mindsetter Bambi danken für dieses mega hammergeile Brett. Und auf der Obwohl. Mmh.
Das ist ein Traum. Richtig schön zerfallen. Der Geschmack der Zwiebeln, lecker. Hammermäßig. Hammer. Lecker. Wie sehe ich aus? Wahrscheinlich nicht besser als ich. Also Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, unser Video, dann lasst einfach egal wo ein Abo da. Wenn ihr es noch nicht getan habt, gebt dem Nils einen Daumen hoch und einen freundlichen Kommentar. Ihm auch. Und ja, ihr könnt die Glocke aktivieren, wenn ihr mich abonniert habt, und dann sehen wir uns jede Woche auf YouTube. Freunde, euer Nordsiegler. Servus.